An der Peter Reit hat sich da den Ball geholt und der Konter für Schwerin läuft. Marie Heinke mit dem Treffer. Nummer 8 und Auszeit genommen vom Rostocker HC. So, die Auszeit ist vorbei. Das Spiel wird fortgesetzt. Wollen wir mal gucken, was die Auszeit bewirkt hat. Die Rostocker das Spiel jetzt angehen. Erstmal mit einem Fehlpass, dass sie hat der Abstimmung nicht gestürmt. Und da war es ein Doppeldribbling. Und jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Miriam Flachsmeier. Und jetzt Schwerin in Überzahl. Da müsste man mal das Spiel breit machen, die Außen mitnehmen, und das sagt auch der Trainer. Spielen sie nur zu zweit. Wieder versuchen sie es da zu zweit. Heinke, und jetzt der Ball nach außen. Da war der Winkel aber zu spitz, hat sie sich nicht getraut. Jetzt mal den Weg über außen gesucht. Das war an sich die richtige Variante, aber Bartelsan scheitert erneut an Nadine Berger. Und Marie Heinke wieder gehalten, 2 Minuten. Gibt es da von gegen Nele Herrmann. Da ist Rostock jetzt mit doppelter Unterzahl. Janne Peter Reit mit dem Treffer. Ihr Fünfter in diesem Spiel, 22:11. Schrittfehler. Ja, jetzt Rostock zunehmend unkonzentriert und Schwerin zwingt sie in Fehler. Und der Versuch von außen von Lisa Marie Caro. Und dann eine Spielerin darf Rostock wieder auffüllen. Der Ball ist immer aus. Da wird gute Abwehr geleitet bei Grün-Weiß-Schwerin. Einfacher Doppelpass zwischen Heinke und Peter Rhein, die mit ihrem 6. Treffer in diesem Spiel. 23:12.
Ein einfaches, aber effektives Mittel, mit einem Doppelpass zum Erfolg zu kommen. Doppeldribbling, technischer Fehler. Wird sie gehalten, da gibt es den 7 Meter. Eine Täuschung zu Bennett. Und Maria Heinke. Sicher vom Punkt. 24 zu 11. Und das Tor von Lena Litbarski zum 24 zu 12. Ein neuer Kreis kommt ins Spiel für Grün-Weiß. Anna Charlotte Riese. Dafür geht Peter Reit. Jetzt raus in die Aufbaumitte. Marie Heinke mit Drehung setzt sich durch, macht ihren 10. Treffer in diesem Spiel. 25-12. Und das war schön gespielt, schöner Wurf, klasse Absprung, Lisa Maricaro, da freut sich die Elternschaft, ihr erster Treffer in diesem Spiel, 26-12. Und das Tor von Antje Schütt, da war die Lücke groß, aber sie offen. Und da geht sie richtig rein und macht den Treffer. Torwartwechsel jetzt bei Grün-Weiß Schwerin. Laura Schwarz kommt jetzt ins Tor. Für die letzten 5,5 Minuten. Wieder das Doppelpassspiel über Peter Reit und Heinke. Peter Reit diesmal mit dem Abschluss zum 7. Treffer in diesem Spiel, 27-13. Richtig durchgegangen von Antje Schütt wieder, aber diesmal am Tor vorbei. Weil sie am Wurf gehindert, es gibt Freiwurf. Schön, Anja. Passives Spiel angezeigt. Rostock muss jetzt abschließen. Suchen den Abschluss am Tor vorbei.
Überzahlsituation, weil die Schütze noch nicht wieder zurück ist. Von der Idee nicht schlecht, die Umsetzung. Mangelhaft. Nicht so hoch anspielen. So sagt sie der Trainer auch nochmal, Anja. Wünsch raus auf Anna Sievert. Janke. Den Ball nicht mehr fangen kann. Ich hatte sich wehgetan. Alles gut, es geht weiter. Sollen dreimal auftreten und. Da traut sie sich nicht selber zu gehen. Anja Wünsch. Und der Konter. Dann drin. Nele Herrmann. Also klare Worte vom Trainer. Oder machen wir, es gibt 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und Janne Peterreit mit dem 7 Meter. Und gehalten von Nadine Berger. Und ihr wünscht jetzt mal ordentlich zugepackt und gibt's auch Lob vom Trainer. Aber da fällt Rostock auch einfach zu wenig ein. Jetzt das 1 gegen 1. Hat sie uns richtig hin, hat sich die Worte vom Trainer zu Herzen genommen. Und da ist jetzt trotzdem die Lücke und jetzt gibt es 7 Meter. Und auch noch gelb gegen die Bank. Und Grün-Weiß-Schwerin wegen Reklamierens. Meinte, es wäre doch schlimmer Foul gewesen. Und jetzt Nele Herrmann beim 7 Meter. Sicher verwandelt. Der zweite Treffer in diesem Spiel und jetzt sind es noch 20 Sekunden, 27 zu 15. Ball abgefangen, geht aber ins Aus. 10 Sekunden, jetzt noch die Möglichkeit für einen schnellen Angriff. Anna Peterreit wirft an den Pfosten. Und das war's. 27 zu 15 gewinnt die zweite Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin gegen den Rostocker HC.